Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus der verwunschenen Bastion. Wir wollen uns wieder erneut ans Reinschleichen wagen. Ob das so hinhaut, wir wissen es noch nicht. Sind aber, Moment mal, guter Dinge, würde ich sagen. Ist die Frage, da hinten können wir noch nichts machen, das gibt... Was? Ach, komm schon. Das Gesicht. Ja, und wie ist dein Geburtstag so? Der Geburtstag ist mau bis jetzt. Aber man kann mit leben. Ich bin das ja gewohnt, an meinem Geburtstag eigentlich immer alleine zu sein und nie Geschenke zu bekommen. Von daher passt das Ganze. So. Jetzt mal gucken, wo mussten wir lang? So. Achso, du meinst das Overlay. Ja gut. Aber ich hatte ja schon ein Animal Crossing Overlay, aber trotzdem danke für die Mühe. So, machen wir mal weiter hier. So, pop. Ja, komm, wenn das schon so angezeigt wird. Flink, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der die Scheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet, außer dein Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also, an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff des Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durch Drücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Okay, dann gucken wir mal. Das klingt gleich traurig. Nö, also das hat damit nichts zu tun. Ich bin's ja halt schon, wie gesagt, seit Jahren gewöhnt. Und von daher macht mir das Ganze nichts. Na, komm halt her, Dude. Hahaha. Ja, was, hä? Jetzt weißt du nicht mehr, was du machen sollst, ne? Ha, komm her. Bam. Bam. Kriegst du richtig paar auf den Latz und... Sag's gute Nacht. So, den da hinten, den nehmen wir uns dann am besten auch direkt vor. Weil wenn wir schon mal einmal hier oben sind, warum nicht? Schalten wir halt direkt alle Scheinwerfer aus. Hey Dude, komm her. Komm schon, komm. So. Kriegst ein paar raufgelatzt. So. Weg damit. Okay. Das haben wir weggemacht. Das haben wir weggemacht. Müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir da hinten irgendwie den auch noch weggerotzt bekommen. Wobei ich ja die Vermutung habe, dass der nicht von Bedeutung ist. Weil der, den wir brauchten, das war's eigentlich, oder? Das sollte es gewesen sein. Und wenn nicht, ja gut. Ist dann so.
Aber wir können ja sicherheitshalber hier hinten nochmal alles abschalten gehen. So. Alles klar. Ich weiß auch nicht, ob die verwunschene Bastion jetzt irgendwie als Dungeon zählt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es halt nicht, man munkelt noch. Das war mal richtig knapp, würde ich behaupten, weil da hat die Hitbox nicht so gut zugestimmt. Ja gut, okay. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das heißt, wir können da rein. Okay, jetzt müssen wir da wieder hinten hoch. Wah, wah, wah. Im Übrigen habe ich heute durch das PSN Plus das Spiel Metal Gear Solid Ground Zero, heißt das so, bekommen. Schule ist eh schon rum, interessiert keinen, dass morgen in Deutschland frei ist. Okay, hast du schon Ferien jetzt oder was? Ich dachte, es wären noch... Oh Gott! Ich dachte, wir hätten noch irgendwie... Nee, nur einen Tag frei. Wow! Komm! Ich habe diese Woche noch Ferien. Ja, in NRW gibt es keine Pfingstferien. Komm Junge, schwing deinen schwabbeligen Arsch weg. Tschüss. Eine wandelnde Tonne. Naja. Ja, Bayern ist schon ein schönes Bundesland. Ich mag Bayern. Mir hat es dort gefallen. Man hatte immer schönes Wetter, keine schlecht gelaunten Menschen. Das ist halt nicht wie in NRW. In NRW siehst du die Leute immer nur schlecht gelaunt und aha. Ist halt ziemlich schade. Also finde ich zumindestens. Weil wir die ganzen Nachteile haben. Nachteile womit? Boah, ich hoffe, wir werden jetzt nicht hier irgendwie angegriffen oder so. Aber wir haben noch kein einziges Leben verloren, was gut ist. Ja, okay, geht ja auch schlecht, ne? So. Mein Ziel ist es eigentlich, Zelda komplett durchzuspielen, ohne einmal zu sterben. Was mir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelingen wird. So. Zack. Ja, und jetzt, Junge. Herrgott. Das klappt ja jetzt schon nicht.
Okay. Ja gut. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es ist in deiner Beutetasche. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Ja gut, wollen wir erstmal gucken, ne?